Das norditalienische Trentino, eine traumhafte Kulisse für einen wegweisenden Exoten, den ab 1947 gebauten Cisitalia 202 Transport. Piero Dusio, den Namen kennt heute kein Mensch mehr, aber in den 20er Jahren war der Tausendsassa eine internationale Berühmtheit. Fußballprofi, Rennfahrer, Playboy, später Präsident von Juventus Turin. Und 1943, da gründete er Cisitalia. Fiat-Konstrukteur Dante Giacosa ist einer der Köpfe hinter dem ersten Cisitalia-Projekt. Der 1946 vorgestellte einsitzige Rennwagen verwendet einen 1,1-Liter-Motor aus dem flinken Fiat 1100. Auf der gleichen technischen Basis folgt wenig später, wahlweise als Cabriolet oder Coupé, der erste Cisitalia für den öffentlichen Straßenverkehr, der 202. Die Technik des Cisitalia 202, die stammt eigentlich aus den Regalen von Fiat. Getriebe, Radaufhängungen, Motor, alles vom braven Fiat 1100. Den Motor hat man natürlich ein bisschen auffrisiert, somit bringt das immerhin auf 65 PS. Aber auch schon Ende der 40er Jahre war das für einen Sportwagen nicht wirklich berauschend. Zwar senkt die Aluminiumkarosserie das Gewicht auf nur 600 Kilogramm, doch etwas mehr Hubraum wäre dem Cisitalia gut bekommen. Also um den Cisitalia wirklich flott zu bewegen, sollte man möglichst viel Schwung aus den Kurven mitnehmen, was bei der Straßenlage eigentlich auch kein Problem ist. Doch schnell durch Kurven fahren konnten damals auch andere. Was also macht den Cisitalia so besonders? Es ist ja heute nur noch schwer vorstellbar, welche Wellen der Cisitalia bei seiner Präsentation damals schlug. Man muss sich vor Augen halten, Baujahr 1947. Das heißt, im Automobilbau herrscht zu der Zeit eigentlich noch eine Formensprache auf Vorkriegsniveau. Große Motorhauben, daran angeschraubt, breite Kotflügel, breite Trittbretter, nicht selten aufgesetzte Scheinwerfer, die frei im Fahrtwind wehen. Ja, und dann das alles aus einem Guss. Diese Linienführung gibt die Marschrichtung für nachfolgende Sportwagengenerationen vor. Bewusst verzichtet der Cisitalia auf überflüssigen Zierrad. Aerodynamische Erkenntnisse aus dem Rennsport bestimmen die fließende und funktionale Form. Der Designer dieses Meisterwerks, Battista Pininfarina, der proklamierte damals, die klassischen Formen sind überholt. Das moderne Auto braucht reine, weiche, essentielle Linien. Und das hat er hier in aller Konsequenz umgesetzt und damit nicht nur eine Design-Ikone geschaffen, sondern tatsächlich ein Kunstwerk. Das sah auch der Kurator des Museum of Modern Art in New York so und holte den Cisitalia als erstes Automobil weltweit in eine Kunstausstellung. Auch unser Cisitalia stammt aus einem Museum. Im Zeithaus der Autostadt in Wolfsburg hat der Meilenstein einen Ehrenplatz. Schließlich inspirierte der Cisitalia-Cocktail aus Großserientechnik und Sportwagenkarosserie Ferdinand Porsche zum Bau seines ersten Sportwagens, dem Porsche 356. Die schlichte Eleganz des Cisitalia setzt sich im Innenraum fort. Zwei Kombi-Instrumente, ein paar Hebel und Schalter. Was braucht man mehr? Klassisches Motortuning verdoppelt die Leistung des Fiat Vierzylinders. Großer Vergaser, schärfere Nockenwelle und modifizierter Auspuff sorgen für 65 PS. Als weltweit erste Autofirma nutzt Cisitalia einen Windkanal. Dank der hervorragenden Aerodynamik liegt die Höchstgeschwindigkeit bei 160 km pro Stunde. Der 202 Transport war der erste Cisitalia mit Straßenzulassung. Vorher hatte man nur reinrassige, einsitzige Rennwagen gebaut. Aber dieses Rennsport-Know-how, das kam auch dem 202 zugute. Großartige Aerodynamik, stabiler Gitterrohrrahmen. Und so dominierte er von 1947 bis Anfang der 50er Jahre die 1100-Kubik-Klasse bei der Mille Miglia, trotz mangelnder Fahrleistung. Seit ihrer Premiere im Jahr 1927 gilt die Mille Miglia als berühmtestes Straßenrennen der Welt. Rennlegende Tazio Nuvolari schrammte 1947 im 202 Spider knapp an einem Sensationssieg vorbei. Platz 2 für Cisitalia. Musik
1947 verkauft Ferry Porsche Cesitalia die Rechte am Typ 360. Rudolf Ruschka, Robert Eberhan von Eberhorst und Carlo Abarth, allesamt begnadete Konstrukteure, sollen dem Grand Prix-Renner den letzten Schliff geben. Der Cesitalia 360 verfügt über Allradantrieb, Mittelmotor und Kompressoraufladung. Fahren soll ihn erneut Tarsio Nuvolari. Doch zum Renneinsatz kommt es nicht. Cesitalia hat sich finanziell übernommen. Firmenchef Dusio flüchtet vor Gläubigern nach Argentinien. Was bleibt, ist sein Meisterwerk, der 202 Gran Sport. Also mal ehrlich, den Cesitalia 202 Gran Sport zu fahren, ist jetzt nicht wirklich ein Aha-Erlebnis. Ihn zu betrachten allerdings schon. Also er fasziniert eher als Kultur, denn als Fortbewegungsmittel. Aber natürlich würde man ihn gerne haben, um ihn zu pflegen, zu polieren, abends zuzudecken. Er war nun mal die Blaupause seiner Zeit für alle weiteren Sportwagengenerationen. Insofern ist er definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte.